Es geht weiter mit Let's Play Child of Light. Dieser Stachelirrgarten. Ich habe das Gefühl, dass er mir keine Freude bereiten wird. Aber hier haben wir erstmal noch eine Truhe. Ich weiß gar nicht, was wir mit diesem ganzen Elixier machen sollen. Vielleicht hätten wir das sehr viel öfter im Spielverlauf benutzen sollen. Vielleicht wäre uns dadurch einiges einfacher gefallen. Hier geht's nicht lang. Na komm schon. Ach. Sieht aus wie so ein Giftnebel. Oh, oh, oh. Ich bin so untalentiert, was das angeht. Schon wieder Magieresistenz-Elixier. Kann mich ja ruhig mal ein bisschen heilen, oder? Ich nehme hier diese Blooms auf. Aber zuerst einmal nochmal hier die Smaragde mitnehmen. Ja, meine Lieblingskombination. Handeln. Nein. Wir wollen den Blitzschlag gegen alle haben. Ich hatte gehofft, dass das nicht durchbekommt. Aber das ist Aurora noch nicht schnell genug. Hätte ich jetzt zum Beispiel Heiliges Licht genommen, dann wären die beide hinüber gewesen, aber bin ich leider nicht getan. Naja, das spielt jetzt keine Rolle. Weil die jetzt eh alle tot sind. Ich kann ja zugucken und mich verteidigen. Nochmal verteidigen. Wie gesagt, das war vorhersehbar. Oh Gott, hier unten sieht man jetzt gar nichts, weil hier diese großen Stützpfeile davor sind, diese großen. Ah, okay, in diese Richtung. Hier oben war ich schon, ne? Nein, war ich nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Endgegner hier irgendwie so ein großer Fisch ist oder sowas. So, aber hier jetzt. Schaden erhöhen auf Finn. So, das kriegt er durch. Könnte ein One-Hit gegen alle sein. Natürlich nicht, weil der... Shit, ich habe vergessen, dass... dass er ja noch nicht die stärkste Stufe da hat. Naja, immerhin. Hat auch so geklappt. Hat Aurora halt ein bisschen nachgeholfen. Schliffen Amethyst. Becken, gib mir frei die Sicht. Zeig mir Vaters Not in hellem Licht. Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Oh, ein Mantis. Also bei diesen Dialogen ist die Gefahr immer oft vorhanden, dass diese Texte einfach zu schnell weggehen. Hier wollte ich noch mal eben kurz runtergehen. Gucken, ob es hier weitergeht. Ah, hier nach oben. Kann ich einfach wieder hoch. Und dann folgen wir dem Weg weiter.
Da oben ist eine dunkle Kreatur. Aber zuerst... Was ist das für ein Krach? Bleib dort. Sei hellwach. Ach, du liebe Güte. Wieder ein kleiner Endgegner. Ich habe ja schon gedacht, ich hätte mir schon sowas Ähnliches hier vorgestellt. Dem haue ich einen Blitzschlag rein, der sich gewaschen hat. Und der kriegt einen Lichtstrahl. Stirb. Dass die das alles überleben, ne? Das finde ich nicht so toll. Aber egal. Du kriegst noch einen Blitzschlag. Und du ein Sternlicht. Aber das kann ich leider nicht durchcasten. Ja, Risiko oder nicht Risiko? Ausgewichen. Der kriegt einfach nochmal einen Blitzschlag. Der ist tot. Der leider nicht, aber... Dem habe ich auch gut eine Packung gegeben. Würde ich mal sagen, ich def eine Runde. Auch wenn sie sowieso auf Finn gehen. Ja, kacke. Das war auch noch ein kritischer Treffer, ne? Das ist... Warte mal. Gehen wir im Heiltonikum. Und der kriegt einen Blitzschlag reingeworfen. Den verlangsame ich. Ich denke nicht, dass er davon noch unendlich viel überleben kann. Hier nochmal seinen Damage. Ja, ich krieg, ach, sehr schön, er ist auf Aurora gegangen. Das, glaube ich nicht, dass er das überlebt. Das wird jetzt 800 plus Damage sein. Ja. Das habe ich mir diesmal gedacht. Aber gegen den war Lauffeuer effektiv, nicht? Wenn ich mich nicht irre. Burnt ihn das weg, yes. Das gab gut Level-Ups. Und neue Fertigkeitspunkte. Und was wir jetzt als erstes mal jetzt hier bekommen, ist der stärkste AOE-Blitz-Damage, den es hier wohl in diesem Spiel gibt. Davon gehe ich jedenfalls mal stark aus. Gut. Gucken wir mal hier oben. Ein weiteres Bekenntnis, Nummer 16. Herr Elme, es ist schlimmer als ich dachte. Zwei Männer sind mir durch den Spiegel gefolgt. Sie sind hinter ihnen her. Ich hoffe, sie finden diese Zeilen, oder besser, sie sind ganz weit weg. Einer der Männer hat eine Waffe. Ich verlasse jetzt die Hütte und gehe in die Berge, in den Schnee. Sollten Sie dort sein, halten Sie sich warm. Ich komme. Sophie.
Also diesen Sinn dieser Bekenntnisse, den muss ich auch nochmal nachforschen. Denn die erzählen ja irgendwie eine Geschichte. Es könnten solche, keine Ahnung, Realbriefe sein, die dann in dieses Spiel übernommen wurden. Aber ich kann im Moment damit echt gar nichts anfangen, weil ich echt nicht weiß, was es zu bedeuten hat. So, Lauffeuer auf den. Dürfte ihn nicht killen, aber nur einhetzen. Und einmal Lichtstrahl, bitte. Einmal Lauffeuer. In der Hoffnung, dass er das kann. Kann er nicht, natürlich. Er wurde natürlich unterbrochen. Da konnte ich jetzt auch nichts dran ändern. So, das sollte aber Aurora ein Level abbringen. Stufe 50. Hauptsache, ey. Stufe 50. Next fight. Ah, okay. Kümmere ich mal mich auch mit um den hier. Dann haben wir den nämlich direkt weg. Weil das hier und noch einen Blitzschlag überlebt er nicht. Und den verlangsame ich einfach. Beziehungsweise jetzt nicht allzu sehr. Mist. Okay, das war fehlkalkuliert. Ausgewichen. Besser geht's nicht. Dann lädt das jetzt ein Ass. Selbst wenn er ihn das nicht killt. Killt ihn doch jetzt diese Attacke. Nein, nicht Lauffeuer gegen alle. Das war ein Fehler. Das hätte nicht passieren dürfen, aber Gott sei Dank ist es ohne Konsequenzen hier gut. Na, was? Wieso hat er das denn auch überlebt? Jetzt aber kein Risiko mehr hier. Grillin, Finn. Schön knackig. Schön knusprig. Starker Feen-Nektar. Okay, hier durch diese Tür müssen wir durch. Und die können wir nur öffnen durch, na, diesen Hebel, nehme ich mal an. Das ist ein Bingo. Okay, was sind das hier für Figuren? Dieses Tor führt in den Palast der Sonne. Aber früher war es nie verschlossen. Bei allen Elfen, wer kann uns jetzt helfen? Die vier Entdecker, seid nicht verdrossen. Ja, das ist wieder das einfache Lichtspiel, nehme ich mal an. Nee, doch nicht. Doch. So ganz easy ist es dann wohl doch nicht. Schauen wir erst nochmal hier. So. Wir haben hier einen Mond. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll.
Das ist jetzt gerade ein wenig schwer zu sagen. So. Keine Ahnung. Jetzt bin ich gerade ein wenig aufgeschmissen. Gut, Leute. Ich mache hier Pause und wir gucken mal, ob wir das im nächsten Part lösen können. Bis dahin. Ciao.